Jesus sprach zu Johannes, dem Täufer, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit Gottes tun. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Taufe des Herrn, Erinnerung an unsere eigene Taufe, nicht ganz. Denn wir waren wahrscheinlich die meisten so klein, dass wir es nicht bewusst mitmachen konnten. Taufe, was ist der Sinn dahinter? Die Taufe macht uns Menschen zu Christen, zu Gesalbte. Das Wichtigste bei der Taufe ist nicht das Taufkleid, die Taufkerze, die Salbungen. Das Wichtigste bei der Taufe ist die Taufformel mit dem Wasser. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das Wichtigste bei der Taufe. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist werden uns bildlich gesprochen eingegossen in die Seele. Durch Adam und Eva haben wir Menschen die Beziehung, die Freundschaft zu Gott verloren. Gott hat diese Beziehung, diese Freundschaft wieder begonnen zu reparieren, wiederherzustellen durch Jesus. Vorher im Alten Testament haben nur die Hardliner, die Propheten, das ganz besonders genau genommen und intensiv genommen haben, geschafft, in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Und diese Beziehung war dann ganz mächtig. Bis zu Feuer vom Himmel fallen lassen, Tote auferwecken, Brote vermehren und so weiter. Jesus geht an den Jordan, Johannes der Täufer, tauft dort. Noch nicht die Taufe, die du und ich empfangen haben, nämlich im Heiligen Geist, durch den dreifaltigen Gott. Das hat ja Johannes der Täufer nicht getauft. Er hat Umkehr getauft. Wir werden getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden Freunde Gottes. Wir bekommen durch diese Taufe drei Gaben und diese sind unser Werkzeug, dass wir beten können, nämlich wirksam, kräftig, mächtig beten können. Glaube, Hoffnung und Liebe werden uns eingegossen. Sie stehen für die Dreifaltigkeit. Wenn wir ganz weit zurückdenken, wo die ersten Christen begonnen haben zu taufen, da ist die Taufe in zwei wichtigen Teilen unterteilt worden. Erstens wurden natürlich einmal Erwachsene getauft. Heiliger Augustinus setzt sich dann durch für die Kindertaufe. Die Erwachsenen haben sich vorbereitet auf die Taufe. Das Wissen, aber auch sie wurden geistig vorbereitet durch Gebete. Man hat die genannt Exorzismen, Befreiungsgebete. Mit dieser Vorbereitung Wissen und Befreiungen, Heilungen waren da dabei, haben die gut vorbereiteten Katechumenen, hat man die genannt, Taufschüler, Taufbewerber, dann getauft. Sie wurden in der Osternacht getauft. Nicht so wie heute, wo man private Feiern macht, wo der Pfarrer halt dabei ist und dann eine Familienfeier, sondern sie wurden im Gottesdienst getauft. Diese Zweiteilung, nämlich die Vorbereitung und dann die Taufe, dies ist ganz wichtig und das wurde auch teilweise verkannt, wo man gemeint hat, ich bin getauft und jetzt ist alles weg, was mich irgendwie belastet. Nein, deswegen waren eben die Befreiungs- oder Exorzismen von Bischof gemacht und ich mache zwar jetzt das nicht offiziell bewusst, aber wenn ich zum Beispiel ein Taufgespräch führe, und davon führe ich zwei, dann mache ich immer dort in der Wohnung, ich gehe meistens zu den Taufeltern hin, führe den kleinen Täufling
ein Gebet während dem Taufgespräch. Ich habe in meiner Erfahrung der Taufe erlebt, dass, wenn ich das nicht gemacht habe, die kleinen Kinder sehr unruhig wurden während der Taufe. Und so habe ich mir das angefangen, immer wenn ich zu Taufgesprächen kam, schon für den Täufling zu beten. Zwei Taufgespräche hat den Vorteil, dass man zweimal beten kann. Eben, dass diese Begabung, diese drei göttlichen Tugenden frei sind und man in diese Beziehung gehen kann. Das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet, weil sonst versteht man nicht, warum Taufe der letzten 50, 80 Jahre so wenig funktioniert hat. Warum sehr viele entweder ungläubig werden, Agnostiker, Atheisten, sogar Muslim werden viele Christen heute. Das ist, weil eben diese Ordnung übersehen wurde und man sich denkt, ich habe zwar gebetet, aber gebracht hat es nichts. Ja, genau. Wenn diese Ordnung nicht gemacht wird, dass man eben frei ist und dann eben diese Werkzeuge dann auch lernt anzuwenden, nämlich beten lernt, dann ist das Getauftsein eigentlich unfruchtbar, unwirksam. Die Taufe macht uns zu Freunden, macht uns eine Beziehung zu Gott, gibt uns die Fähigkeit zu beten. Wir wollen uns anschauen, wie Taufe gemacht wird. Durch das Wasser. Und ich habe das Taufbecken hinten vorbereitet. Das Taufwasser wird gesegnet in der Osternacht und deswegen braucht man das Wasser normalerweise nicht segnen vor der Taufe. Der Täufling wird normalerweise vom Paten gehalten. Das Patenamt ist ein ganz wichtiges Amt, denn der Täufling kann sich noch nicht bewusst dazu entscheiden. Er ist ja ein Baby oder ein Kind. Und deswegen hat die Kirche gesagt, okay, wenn wir Kinder taufen, dann müssen wir da einen Kompromiss machen und brauchen wir jemanden, der diesen kleinen jungen Menschen begleitet, dass er im Wissen wächst und auch im Gebet begleitet wird. Und deswegen ist der Pate hier ganz wichtig und hat eine wichtige Aufgabe und Rolle, dass er von Gott erzählt und dass er seinen Täufling, sein kleines Patenkind durch Gebete, manchmal kann man auch Messen feiern für denjenigen, immer wieder mal ins Gebet nimmt. Es ist quasi die Verantwortung, dass dieser Mensch in die Beziehung zu Gott hineinwächst. Wenn eben all das vorbereitet wurde und es zur Taufe kommt, dann wird der Täufling über das Wasser gehalten, der Name ausgesprochen und die Formel des dreifaltigen Gottes gesprochen. Also ich werde das jetzt vorzeigen. Der Name: Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist die wichtigste Formel. In einer Minute habe ich jemanden getauft. Das andere ist, man nennt das ausdeutender Ritus. Dann haben wir noch andere Symbole, die uns versuchen, dieses große Geheimnis, ein Mensch ist Christ geworden, unterstützen sollen. Wir haben hier Öle. Vor der Taufe salbe ich normalerweise den kleinen Täufling mit dem Katechumenenöl. Das Katechumenenöl, früher eben bei den ersten Christen, bei Erwachsenen, wurden die gesalbt während der Vorbereitung. Die Vorbereitung hat 2-3 Jahre gedauert. Das war die erste Salbung und diese Salbung wurde dem Täufling auf den Hals gegeben. Hier sitzt für den Juden das Leben, die Nefesh, die Seele. Und hier ist man am anfälligsten. Hier wird man gerne krank, hat man Probleme mit der Luft, hat man Probleme mit dem Blut, Erkrankungen vom Hals, Ohren, alles geht hier aus, so denkt der Jude. Und deswegen ist die erste wichtige Schutzsalbung hier am Hals, die Katechumenensalbung.
Gott kommt in den Täufling hinein. Gott ist das Licht. Und dieses Licht sollte vom Täufling auch weitergegeben werden. Wir haben es in den Lesungen gehört, in das Dunkel, in die Ungerechtigkeit. Die Taufe macht uns zu Gerechten und wir sollen aber gerecht sein, so hat es Jesus gesagt. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen, wenn wir getauft sind. Die Taufkerze soll uns eben helfen, Gottes Licht kommt in meine Seele. Durch meine Freundschaft zu Gott werde ich hell. Diese wichtige Aufgabe, das ist Symbol des Verständnisses, Gottes Licht kommt in die Seele, die hat der Vater. Er ist auch verantwortlich, er hat diese wichtige Aufgabe, dieses Licht auch in der Begleitung, im Erzählen, im Vorbildsein seinem Taufkind mitzugeben. Dann haben wir das Taufkleid. Wir bekommen ein weißes Kleid. Freund Gottes werden. Gott wäscht uns ab. Früher war die Symbolik so stark, dass man eben die Leute untertauchen hat lassen und wieder auftauchen, sterben und ein neuer Mensch werden, auferstehen. Dieses Gewand wird über den Täufling drüber gelegt, damit wir eben uns erinnern, wow, jetzt ist dieser Mensch durch die Taufe ganz weiß geworden. Ein Freund Gottes. Alles weg, was irgendwie ein Hindernis sein könnte zu dieser Liebe, zu dieser Freundschaft zu Gott. Und dann bekommt der Täufling noch die Chrisamsalbung. Die Chrisamsalbung macht uns zu Königen, Priestern und Propheten. Wir haben schon zuerst verstanden, die Taufe ist die Formel mit Namen und dem dreifaltigen Gott. Das ist das Symbol jetzt noch einmal als Unterstützung. Es würde auch gültig sein und wirksam sein ohne diese Salbung. Eingetaucht in dieses Öl, Katechumenenöl und Chrisamöl, ist vom Bischof geweiht worden, wird dann auf den Täufling auf den Kopf gegeben. Der Kopf soll gesalbt werden, geschützt werden. Und die Stirne wird dann vom Bischof gesalbt werden oder vom Abt bei der Firmung. Er schließt dann den Kopf, damit alles geschützt ist. Firmung heißt ja, ich bin stark geworden, als Zeuge, als Christ zu leben, in die Welt hinauszugehen, davon zu erzählen. Die Taufe, ein ganz wichtiges Fest. Es macht uns zu Christen. Es zu schätzen ist der Beginn, dass wir wissen, diese besondere Freundschaft zu Gott, die ist nicht nur, dass man weiß, ich bin Christ, nein, sie soll mitgenommen werden in den Alltag, sie soll durch das Gebet unterstützt werden und auch im Wachsen, im Beschäftigen mit dem Wissen von Gott. Heute wollen wir deine und meine Taufe feiern. Wir wollen Gott Dank sagen, dass wir Christen sind, dass wir diese Freude des Heiligen Geistes immer wieder geschenkt bekommen, dass Gott uns freisetzt von negativen Dingen und dass er uns immer wieder auch heilt, dort wo wir verletzt sind und verletzt wurden. Gott ist gut, er möchte dich und mich als seinen besten Freund, seine beste Freundin haben. Amen.